Ja, heute geht es wieder mal um eine Buchvorstellung, und zwar das Lexikon des Überlebens, Handbuch für Krisenzeiten. Das ist ein sehr günstiges Buch, kriegst du also auf Amazon logischerweise sowieso, aber auch in klassischen Buchhandlungen. Ich habe es jetzt vor kurzem wieder bei Thalia gesehen, in Österreich, ich hoffe, das gibt es in Deutschland auch, das ist ein Buchhändler. Und das hat mich daran erinnert, da mal wieder reinzuschauen, weil das Buch habe ich seit vielen Jahren. Und ich hadere mit diesem Buch, weil es ist natürlich gut und irgendwie auch taugt es mir nicht. Meine Philosophie zu Büchern nur ganz kurz, bevor wir reingehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich in jedem Buch irgendwas lernen kann. Ja, was Negatives, was Positives. Und wenn es mich einfach in irgendeine Richtung zum Überlegen bringt, also ein Buch, auch wenn es unter Anführungszeichen schlecht ist, bringt man euch immer weiter. Ja? Dieses Buch ist gut und schlecht. Warum? Es ist ein Lexikon von A bis Z, wo für Krisen, Vorbereitung oder auch Krise danach sozusagen ein Lexikon, etwas in der Hand, du in der Hand haben sollst, mit dem du das dir Orientierung geben soll. Sagen wir das einfach so, es soll dir Orientierung geben. Und ich schlage jetzt irgendwas auf und das trifft sich eh schon ganz gut, nämlich Feuerarten unter F, Feuerarten. Und da ist ein Balkenfeuer und ein Jägerfeuer und ein Sternfeuer und ein Grubenfeuer. Und das ist auch so schön gezeichnet und abgebildet und das ist ja auch alles richtig. Und alles richtig. Und reden wir weiter. Dann gibt es zum Beispiel Feuer machen. Da sind dann einige Seiten mit Feuerbohren und so weiter beschrieben und das ist auch alles gut und alles schön und alles wunderbar. Dann, ich komme auf den Punkt, oder ich sage es gleich einmal, da ist viel Wissen drin, das ich nicht überprüfen kann, weil ich da kein Experte drin bin, aber das, was ich überprüfen kann, ist halt schwierig. Das ist besser als nichts. Es ist besser als nichts, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wenn man dann einmal irgendwo an... Ich stelle mir das so vor. Ich habe kein Wissen zu einem speziellen Thema. Ja? Wird dir genauso gehen. Gibt es ja. Bereiche, die einfach leer sind. Wie ein weißes Stück Blatt Papier. Und das ist dieses ganze Thema. Und wahrscheinlich darüber hinaus, also die Themen sind sowieso unendlich. Aber einfach so mal, damit man überhaupt arbeiten kann. Sagen wir was Medizinisches. Ja? Es gibt irgendwas Medizinisches. Damit ich überhaupt irgendetwas tun kann, wenn es keine Experten unter Anführungszeichen gibt, die ich konsultieren kann. Dann habe ich ein großes weißes Blatt Papier und ich habe überhaupt keine Ahnung, ich bin planlos. Und dann geht irgendwer her und gibt mir Information. Und das ist für mich so ein Sinnbild und macht einen Knick in dieses Papier. Und dieser Knick, der soll an der richtigen Stelle sein. Was wird ausgeblendet? Was ist wichtig? Was ist für einen Laien, für einen Anfänger wichtig? Weil dann geht es dahin, wenn ich dann kann ich etwas tun oder dann ist das, was ich tue, effektiver. Das ist jetzt Gebrabble, ja, ich weiß schon. Und viele werden sagen, ich kann ja nichts anfangen damit, dann schalt das Video aus. Aber wenn du dich reinfühlen kannst und reindenken kannst in das, was ich da jetzt sage, dann bin ich mir sicher, dass du weißt, was ich meine. So, und so ein Lexikon soll genau, meiner Meinung nach, genau das tun. Und zwar zum Beispiel, ich habe überhaupt keine Ahnung, Kosmetik mit Naturmaterialien zu machen. Ja. Und das meine ich jetzt nicht, ich meine, da steht straffende Gesichtsmaske und sowas. Ist halt die Frage, ob das in einer Krise oder danach relevant ist, aber gut. Ja. Raue Hände, da kann man Gurkensaft benutzen und Kartoffelwasser und so weiter. Und ja, du weißt schon, was ich hinaus will, oder? Es soll mir einfach einmal eine Idee geben. Oder ich möchte Leder reinigen. Ja? Das Folgende gilt für glattes Leder, nicht für Rauleder. Leder mit einer Seifenlösung reinigen, langsam nicht am Ofen trocknen lassen, was eine gute Idee ist. Und bla 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 bla. So, damit ich eine Idee habe, was ich überhaupt tun soll. Und ich verlasse mich halt drauf, dass der Autor, Karl Leopold von Lichtenfels, ja, geboren 1971, studierte Astronomie, Physik, Theologie und Pädagogik in Wien und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Phänomenen im Grenzbereich von Naturwissenschaften und Philosophie. Und da muss ich mich halt darauf verlassen, dass er weiß, wo der richtige Knick zu machen ist beim Thema Leder reinigen. Und das mag jetzt stimmen oder nicht stimmen und das will ich auch nicht. Ich ziehe das nicht in Zweifel, weil ich es selber nicht weiß. Ja? Egal, ja, bei jedem Thema. Aber genau darum geht's. Ist das deswegen ein schlechtes Buch? Nein, ist es nicht. Aber wir müssen darauf hoffen und du musst darauf hoffen, dass er den richtigen Knick gemacht hat. Und da habe ich ein wunderbares Beispiel, wo ich nämlich beurteilen kann, wo der richtige Knick gemacht werden soll. Kann ich ja auch bei gewissen Dingen. Fix nicht bei allem, also bei dem Großteil hier nicht. Aber wenn es um das Thema Survival Biwak geht,
Ja, Survival Biwak, da kann der Reini mitsprechen. Und da sagt er, und der ist ja auch, dieser Autor ist ja auch kein Experte in allen Bereichen, sondern der holt sich halt auch von anderen Quellen, hat er sich, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, also ich würde jede Wette eingehen, hat er aus anderen Quellen hergenommen, was notwendig war und sozusagen Experten in den eigenen, in den unterschiedlichsten Bereichen befragt. Und da ist jetzt zum Beispiel das hier, ja? Ohne jetzt Copyright irgendwie, wobei, das findest du woanders auch. Das ist bei mir, bei dieser Auflage hier, weiß ich jetzt nicht, gibt es hier 100.000 Auflagen, aber unter Hütten, siehe auch Biwak, Dächer behelfsmäßig eindecken und so weiter, Zelte und so. Und da hat er ein astartiges Deckmaterial. Das bedeutet, du baust dir sowas da und dann hängst da, gehst du schneiden und schneidest dir sozusagen von irgendwo im Wald, ich bin ja hier auf waldurlaub.at, das ist alles Blick-Eigenwerbung, das weißt du. Und häng mir dann sozusagen entweder Laubbäume, schneide ich mir alles genau so zurecht, damit ich dann so eine wunderschöne Hütte hier machen kann. Und ich kann da gleich sagen, das ist ein Schaß mit Quasteln. Das ist einfach ein Schaß mit Quasteln. Ja, das ist Schaß. Und als ich das dann gesehen habe, das ist auch schon länger her, habe ich mal die Frage gestellt, kann ich den anderen Sachen da drin trauen? Na, warum ist das ein Schaß mit Quasteln? Nur für alle, die es interessiert. Also erstens, wenn ich das mache, abgesehen davon, dass es sehr viel Zeit kostet, dass das Material da sein muss, dass, und selbst wenn ich die Tage an Arbeit investiere, damit ich dann eine Hütte habe, ist das auch nicht dicht. Es ist aber nicht nur nicht dicht, sondern überhaupt undicht. Dann muss ich ja 100.000 Lagen drauflegen. Wozu? Das ist ja Blödsinn. Das ist einfach Schaß. Wirklich, echt jetzt, ich reg mich da nicht auf, sondern ich will nur klarstellen, wenn ich zum Beispiel im Dschungel so etwas mache, oder Dschungel, da bin ich auch kein Experte drin, aber zum Beispiel, ich hab das gesehen, ich habe es noch nicht selbst gemacht, daher ist es auch wiederum nur Halbwissen, ja, weil Wissen liegt im Tun, Halbwissen, aber ich habe es mir angeschaut, ja, in einigen Dokumentationen und Filmen, nicht Hollywood-Filmen, ja, dass sie zum Beispiel Palmenblätter hernehmen und die ineinander flechten und auflegen. Und das habe ich so oft gesehen, dass ich mal sagen kann, ja, das kann ich mir vorstellen, dass die das in so etwas dann nachher einhängen. Ist okay. Und Bananenblätter und alles, was es da so gibt. Ja. Aber nicht mit dem Zeug hier, was wir hier haben. Die Blätter sind viel zu klein, viel zu feinteilig. Und wenn ich Reisig hernehme, ja, abgesehen davon, dass ich Stunden dazu brauche, oder Laub her, oder grüne Blätter da hernehme, Äste, nach einiger Zeit ist das so eingetrocknet und einige Zeit ist relativ rasch, das ist wirklich relativ rasch, dass das nicht funktioniert. So, also ich behaupte, oder ich weiß, dass das hier gut gemeint ist, aber nicht korrekt. So, bedeutet das, dass das ganze Buch ein Schaß ist? Nein, das heißt es sicherlich nicht. Aber das heißt, und das ist der Lernpunkt, den ich aus dem Buch mitnehmen kann, dass so etwas hier besser als nichts ist, und zwar viel besser als nichts, aber es mich nicht von der Verantwortung entbindet, irgendwo sozusagen Expertenwissen aufzubauen. Und jetzt komme ich aber zu einem ganz wichtigen Punkt und hat eigentlich nichts mit dem Buch zu tun. Das geht einfach nicht. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Und das ist der Grund, warum ich auch immer und immer wieder gesagt habe und sage in den Kursen und auch in den Videos, dass es eine Art Netzwerk braucht. Du brauchst eine Gruppe. Ja? Und das heißt jetzt nicht so eine Prepper-Gruppe, die sich zusammenschließt. Das meine ich damit nicht. Ja? Wirklich nicht. Sondern, dass man im, und das, ich weiß, dass das nicht bei jedem geht, aber im normalen Alltag schaut, dass man ganz einfach gut mit den Leuten, die in der eigenen Umgebung sind, zurechtkommt, oder wenn man sagt, okay, man ist dort oder da oder will, hat einen weiteren Flucht, ja, gibt es ja auch Leute, die sagen, ich habe dann einen Fluchtort, wenn in der Großstadt alles drunter und drüber geht, ich gehe dann an einen Fluchtort, dass man dort sozusagen schon weiß, wer kann was, und dass man einfach, ja, man muss ein bisschen leutselig sein, sage ich jetzt mal so. Gut, weil du wirst niemals, nie Experte in allen Bereichen sein können. Punkt, aus, Schluss. Das nächste ist bei diesem Buch hier ist, und das muss, mit dem muss man halt auch zurechtkommen können, es geht so ein bisschen in den Bereich, und er sagte, dass er in den Grenz, also in Phänomenen im Grenzbereich, ja? Also da ist sehr viel über Katholizismus auch sozusagen mit drin, also ist nicht viel drin, aber es ist, ich glaube, dass man sich von Kirchen fernhalten soll und irgendwas von Prophezeiungen ist mit drinnen und solche Dinge, dass da
muss man was damit anfangen können oder auch eben nicht. Dann ist da hinten ein Platz mit sicheren Orten, wenn die Russen bei uns einfallen und solche Dinge. Ich kann das nicht beurteilen und das ist, also ich habe mit diesen Prophezeiungen nichts am Hut, ja? Weil laut Prophezeiungen wäre die Welt schon x-mal untergegangen und vielleicht ist sie das auch eigentlich schon. Aber wenn man jetzt so in Krisen denkt, nach dem Zweiten Weltkrieg hier bei uns, Mitteleuropa, beziehungsweise, du weißt schon, auf was ich hinaus will, ja. Wenn ich davor gehe, ja, 30-jähriger Krieg zum Beispiel oder die ganzen Naturkatastrophen, die uns immer wieder treffen oder Menschen, die jetzt zum Beispiel durch die Regenkatastrophe im Süden von Österreich beziehungsweise dann in Slowenien und Kroatien ihr Hab und Gut verloren haben oder in Deutschland in diesem, ich glaube, wie heißt das, dieses Tal, Ahrtal, genau, die ihr Hab und Gut verloren haben, also das passiert immer wieder und für die ist natürlich auch eine Welt untergegangen auf die eine oder entweder durch Verlust von einem lieben Menschen oder durch den Verlust von einem Haus, das man sich aufgebaut hat und solchen Dingen. Das ist eh ganz klar. Aber ich bin da mit diesen ganzen Prophezeiungen und so weiter, das muss, wenn dir das taugt, dann vielleicht auch das. Was ich auch ganz nett gefunden habe, ist natürlich, dass es hier hinten einen ganzen Bereich gibt mit unterschiedlichsten Dingen, die man daheim haben sollte, eben für nach einer Krise. Und da, und das ist vielleicht auch der Punkt, da geht es jetzt nicht um klassischen Zivilschutz in dem Buch, sondern eher so, so empfinde ich das. Der Autor geht davon aus, dass irgendeine Prophezeiung von irgendjemandem eintritt und dadurch alles, was wir hier haben, komplett den Erdboden gleich gemacht ist und man sozusagen danach wieder eine Zivilisation aufbauen muss. Wenn du das auch glaubst und wenn das für dich ein Thema ist, ja, dann hast du da ganz viel Information, aber der Punkt ist halt der, wenn ich mir diese Liste anschaue, die der Autor hier jetzt sagt, an Ausrüstungsgegenständen, die ich haben müsste, und bin ja ich schon jemand, der sagt, ja, Ausrüstung ist keine Schande und da kann man ja doch das eine oder andere haben, aber wenn ich das alles, diese Seiten hier, alles mir besorge, was, dann brauche ich ein drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes Haus, nein, ich brauche ein riesiges Warenlager, um dort die ganzen Werkzeuge, Materialien, Nägel, Schrauben und so weiter vorrätig zu halten, um dann nachher wieder etwas aufzubauen. Und da stelle ich mir halt die Frage, wer sagt mir, dass dieser, ich meine, das ist schon mehr als ein Krisenvorrat, gell, überhaupt so eine Krise durchkommt. Also, das ist schon, muss selbst wissen. Auf jeden Fall sind da sehr viele Dinge trotzdem drin, die man gut benutzen kann. Und die ganz einfach, ein weißes Blatt Papier, das du hast, nämlich einen Bereich, einfach einmal knicken. Nur denk dran, und das ist wichtig, wird der Knicker der richtigen Stelle gemacht. Kann ich das Buch empfehlen? Ja, ich kann so gut wie alle Bücher empfehlen. Eben mit diesen Einschränkungen, die ich gesagt habe. Ne? Da jetzt zum Beispiel, ne? Devotionalien und Sakramentalien, die empfohlen werden, also von an Rosenkranz und so weiter und solche Dinge hier. Und das ist halt, musst du für dich selbst wissen. Was ich zum Beispiel wieder gut finde, ist zum Beispiel Dokumente schützen. Das ist hier an der Stelle, da, Dokumente schützen. Das ist das, was hier drin steht, sehr gut, dass man das wasserdicht verpackt, dass man zum Beispiel einvakuumieren kann. Das finde ich wieder gute Ideen. Oder an Dübel eingipsen, hier zum Beispiel. Ja, gut, ich bin kein großer Handwerker, deswegen ist das so eine Geschichte. Oder da eine Duschanlage bauen. Ne? Oder wenn man ins Eis eingebrochen ist, dass man dieses Teil hier, also wenn man am Eis unterwegs ist und schon davon ausgehen muss, dass man das Eis schon dünner wird, also nicht bei minus 20 Grad, wenn eh alles watsch, ja, und das schon tagelang ist, sondern es so um den Taupunkt kommt und immer wieder mal rauf geht und die Temperaturen und sich auch das Wasser bewegt sozusagen, dass man sowas schon mit hat. Also das sind alles Dinge, wo ich sage, ja, ist total okay und Erste Hilfe ist sehr viel drin. Ich meine, die Frage ist, ob du beim Feuerbohren mit dieser Anleitung, die da zum Beispiel eingegeben ist, ob das etwas ist, mit dem du dann auch wirklich erfolgreich sein kannst, aber es soll einmal einen ersten Punkt geben. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dir natürlich den Link zu uns in den Shop. Schau auch bei der Oma-Liste dabei, das ist unser kostenloser Newsletter mit unterschiedlichsten Informationen. Und ja, weißt du, Wissen liegt im Tun.